Und willkommen zurück bei Checkload Tests. Jetzt gibt es ein zwischendurch kurzes Unboxing von einem großen Gerät. Und zwar habe ich mir angesichts des günstigen Preises ein Galaxy Tab 4 gegönnt. Das gab es zum Weihnachtsgeschäft bei Mediamarkt für 199 Euro. Die Version hier ist die 10.1 Version, 25 cm Display. Entschuldigt bitte meine Aussprache, ich bin schwerstens erkältet gerade. Hier haben wir ein paar Angaben. Wi-Fi 16 GB ist halt nur die Wi-Fi-Version, also ohne Möglichkeit, eine Telefonkarte einzustecken. Das Gerät hat ein WXGA-Display mit der Auflösung von 1280x800 Pixeln. Das ist ein bisschen traurig, weil das immer noch dieselbe Auflösung ist wie hier zum Beispiel von meinem Galaxy Tab 2 von vor 2-3 Jahren und sogar vom allerersten Samsung Galaxy Tab von vor weiß was ich wie viele Jahren. Immer die gleiche Auflösung, da könnte man mittlerweile ja mal ein bisschen aufrüsten. Stört mich nicht weiter, mir reicht die Auflösung und für den Preis kann man da auch nicht meckern. Mir ging es auch um was anderes, ich benutze das Tablet im LKW zum Navigieren. Und dafür funktioniert das mit der GPS-Fähigkeit von dem Gerät super. Die sind bei Samsung immer extrem gut. Das Gerät hat eine Rückkamera von 3 Megapixeln. Für ein Tablet muss es reichen. Sieht sowieso albern aus, wenn man mit einem Tablet fotografiert. Eine 1,3 Megapixel Selfie-Kamera. Weiß ich nicht, ob die was taugt. Ich mache keine Selfies, ich mache auch keine Videotelefonie. Ich schätze mal, dafür wird es auf jeden Fall reichen. Erfreulicherweise hat es einen Quad-Core-Prozessor. Das ist in diesem Falle der Qualcomm Snapdragon 400 mit 1,2 GHz. Und das ist im Grunde derselbe Prozessor, der sich auch in meinem Galaxy S4 Mini befindet, nur anscheinend ein bisschen runtergetaktet. Und das Gerät hat auch 1,5 GB Hauptspeicher. RAM, wie auch das S4 Mini, also sind diese Geräte ziemlich identisch, könnte man behaupten, von innen, also von den reinen Specs. Was wahrscheinlich schönerweise dafür sorgt, dass man hierfür irgendwann mal CyanogenMod bekommt, was ja bei dem Vorgänger, dem Galaxy Tab 3, nicht möglich war oder wahrscheinlich nicht erscheinen wird, da dieses über einen Intel-Prozessor verfügt und CyanogenMod das nicht unterstützt, noch nicht. Das Gerät hat natürlich GLONASS und GPS, kann Full HD Videos wieder abspielen und naja, das ging ja auch schon mit dem allerersten Modell und hier 6800 mAh Akku sollte reichen für 2 Wochen Standby oder einen Tag radikaler Benutzung und das weitere hier Bluetooth, Wi-Fi, ANT Plus und so weiter und so fort. Ich war schon mal so gierig, hab's schon mal ausgepackt, deshalb sind die Siegel schon aufgebrochen. So. Upsalas, falsch rum. Da haben wir das schöne Teil. In meinem Fall in weiß. Wollte mal was Neues. Upsala, jetzt habe ich schon Folie ein wenig angelöst. So. Na, die Rechnung braucht man nicht mit auf dem Bild haben. Zack. So. Was ich bei dem Gerät. Hoppala. So löst sich schon alles ab. Was sich bei dem Gerät mit bei befindet, ist kein großes Geheimnis. Spartanisch ausgestattet, was ein bisschen peinlich ist, da man am Anfang für dieses Gerät über 400 Euro hinlegen musste, ist halt nur ein Quickstart-Guide, der Ladestecker und das USB-Kabel. Hätte man ja vielleicht noch diesen Standard-In-Ear-Kopfhörer beipacken können, wie es auch bei den allerbilligsten Samsung-Handys mit bei ist, für zum Beispiel dem S3 Mini für 110 oder 111 Euro. So, da haben wir das Gerät. Ich mache die Folien mal ab. Das hört sich lustig an. So, hinten
Und vorne hier sind nochmal die Angaben. Mal schauen, so, vorsichtig. Vielleicht brauchen wir es nochmal. So, da haben wir es. Jetzt muss ich mal einen ganz schön langen Arm machen hier mit meiner kleinen Kamera. Ein sehr schönes Gerät, sehr schön leicht. Im Gegensatz zum Galaxy Tab 2. Na, kommst du? Verfügt dieses Gerät über deine Hardware- und Soft-Tasten vorne. Wir vergleichen mal kurz ein wenig die Abmaße. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Das hier ist jetzt zwar nicht genau mittig, ich schiebe es mal so weit, dass die auf dem rechten Rand überlappen. Also das neue Tab ist anscheinend ein kleines Stück schmaler, dafür eine Winzigkeit höher. Und wenn wir das Display versuchen, so ein bisschen gegeneinander zu halten. Das ist ja vom neuen Galaxy Tab ist eine Winzigkeit breiter. Und dafür ist es ein bisschen niedriger. Also eine etwas geringere Breite, ein etwas geringeres Breite-Höhe-Verhältnis. Hoffe, es kriegt meine Kamera das nicht mehr hin, das zu fokussieren, wenn ich es so schräg halte. Ich schalte das Gerät einfach mal ein, vielleicht geht es dann besser. So, Galaxy Tab 4, der neue Android-Schriftzug, was darauf hinweist, dass das Gerät schon KitKat vorinstalliert hat. Und hier sehen wir auch die Soft-Touch-Buttons und den physischen Home-Button. Hier unten sehen wir den erfreulicherweise wieder normalen USB 2.0 Mini-USB-Port. Das hatte ja das alte Pad hat ja diesen breiten 9-Pin-Konnektor, fand ich irgendwie nicht so schön, weil man dann immer wechseln musste, wenn man ein Handy aufladen wollte und das Tab. Auf der linken Seite finden wir also hier einen Lautsprecher, den Klinkenstecker für den Kopfhörer. Hier vorne haben wir im Gegensatz zum Tab 2, hoppala, das ist alles viel zu groß hier. Ich möchte wieder Handys testen. Eine Frontkamera, die hatte das Tab 2 noch nicht, das 3er weiß ich nicht. Und hier oben finden wir dann den Powerbutton, Lautstärkewippe und einen Einschub für eine Micro-SD-Karte, was sehr praktisch ist, da das Gerät nur 16 GB vom Werk aus mitbringt. Hier ist der zweite Lautsprecher. Ich weiß nicht, die sind hier beim Tab 2 noch so umgelenkt, dass die nach vorne hin abstrahlen. Hier gehen sie zur Seite. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn man das so hält, ist übertriebenermaßen, ob man die dann nicht automatisch zuhält. Nenn es mal als Zuhälter. Scheiß beiseite. Upsala, was ist das? Brauche ich? Ist das gefährlich, wenn man das sieht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier hinten sehen wir dann die 3 Megapixel-Kamera, die vielleicht dafür reicht, wenn man Sachen wie irgendwelche Strichcodes einlesen will oder so. Und hier unten haben wir dann die CE. Wie man sagen? Zulassung und so weiter. Ja, das Tab fühlt sich auf jeden Fall viel leichter an. Ich werde das gleich nochmal wiegen im Gegensatz zum Tab 2. So, und hier kriegt es auch scharf gestellt. So, wenn Sie von der rechten Kante bla 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 bla, nicht erneut zeigen. Multi-Window hat es. Ja, schön. Multi-Window, brauchen wir das? Nein, brauche ich nicht. Egal, geh weg. Ja, also ich muss sagen, das Display sieht so auf den ersten Blick von den Farben und von der Schärfe her besser aus als mein Galaxy Tab 2. Ist jetzt schwer zu sagen. Ich werde nachher mal ein hochauflösendes Testbild mal runterladen und dann auf beiden Tabs mal darstellen und mal ranzoomen, mal gucken, ob man da irgendwas sieht. Auf jeden Fall, so auf den ersten Blick sieht es besser aus. Mal hier runter. Ist es auf automatischer Beleuchtung? Nein, gibt es auch gar nicht. Hat gar keinen Helligkeitssensor. Ja, was ist alles an? GPS braucht man nicht.
Multi-Window braucht man nicht. Sync, naja, Smart Stay, bla 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 bla. Auf jeden Fall hat dieses Gerät schon, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, weil mich diese Software-Lösungen nicht so besonders interessieren, hat auf jeden Fall die, hier unten ist nichts, die meisten Software-Features, die auch die aktuellen Handys wie das Galaxy S5 und so weiter haben. Gucken wir mal kurz die vorinstallierten Apps durch. Da haben wir natürlich eine Menge Bloatware von Samsung vorinstalliert, wie Play Movies, Playbooks, Play Kiosk, Play Music. Wobei Play Music noch mit das Sinnvollste ist, für mich zumindest. Obwohl ich auch, wie soll ich sagen, einen anderen Music Player bevorzuge. Ja. Auf jeden Fall läuft das alles sehr flüssig. Wobei ich da auch bei meinem Galaxy Tab 2, das ich mit CyanogenMod Mod 11 betreibe, mit der letzten M12 ist das, glaube ich, das auch nicht gerade ruckelig läuft. Ich lege das hier mal kurz weg und zeige euch mal. Das heißt, habe ich das Display ganz auf dunkel, das machen wir auch mal so halb. Also, aber auch hier sind die Farben schön. Und auch die Auflösung sieht jetzt nicht so schlecht aus. Kann man jetzt natürlich ein bisschen schlecht vergleichen. Ich würde sagen, da die Auflösung gleich ist, müsste da so ziemlich Gleichstand herrschen. Dieses Gerät ist natürlich schon über 2 Jahre alt, was sich aber normal, ich meine, nicht auf den Bildschirm auswirkt. So, ich hole mal schnell meine Waage und dann zeige ich euch mal einen kurzen Gewichtsvergleich. So, jetzt will ich mal beide Tabs zum Vergleich kurz auf die Waage legen. Erstmal das Galaxy Tab 4, da sagt er mir 488 Gramm. Und jetzt das Galaxy Tab 2, 588 Gramm. Da hat es auch schon ein bisschen abgenommen. Da hat mein altes Tab sich zu Weihnachten ein bisschen mehr den Schokoladenlüsten hergegeben. So. Jetzt habe ich mal zum Test auf beiden Geräten vergleichbare Testbilder runtergeladen. Warum ist denn mein, ist ein bisschen dunkel hier drin, deshalb kommt mein Autofokus nicht mal mit. Und das zeige ich euch gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt auf beiden Geräten dasselbe Testbild runtergeladen. Hier können wir mal schon mal erstmal kurz die Blickwinkel anschauen. Also die vom Galaxy Tab 4 scheinen erstmal hervorragend zu sein, was relativ vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Spiegelung ist. Hier scheint es bläulich zu werden. Hier ist es wieder sehr gut. Ja, es wird ein bisschen bläulich, aber sonst null Problemo. Das hier ist jetzt ein Bild in Full HD. Wollen wir mal schauen, sehen wir irgendwelche irgendwelche Pixel, ja, da, nein, das ist ja halt das Testbild. Also die Farben sind meiner Meinung nach sehr gut und viel ist hier dran erstmal nicht auszusetzen. So, dann haben wir noch ein anderes Testbild, das nicht, das hier. Das können wir auch noch mal anschauen. Wenn wir zum Beispiel Foto, kann man die Farben sehen. So, und das Ganze jetzt nochmal auf dem Galaxy Tab 2. Ich muss sagen, so auf den ersten Blick, es ist ein wenig heller. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt, klar, ist natürlich ein bisschen anders mit den Einstellungen, hier ist auch eine andere ROM drauf. Aber ich denke mal so, rein von den Farben und der Auflösung her, tun die sich jetzt nicht so viel. Ist ja auch dieselbe Auflösung. Ich habe übrigens gerade beim Erzählen der Specs vom Galaxy Tab 4, habe ich ziemlich scheiße gelabert.
Und zwar hat das Galaxy Tab 4 zwar einen Snapdragon 400 drin, allerdings als Quad-Core. Und das Galaxy S4 Mini hat einen Dual-Core Snapdragon 400 drin mit 1,7 GHz anstatt 1,2 GHz. Ich denke mal, dass es nicht so viel ausmachen wird. Auf jeden Fall bedient sich alles schön flüssig und funktioniert soweit ganz gut. Auch hier beim Galaxy Tab 2 sind die Blickwinkel hervorragend. Auch hier sieht es auf der Kamera zumindest bläulich aus. So extrem sieht es aber jetzt, wenn ich mit dem Auge drüber schaue, nicht aus. Ist wohl doch dann eher nur so der Kamerawinkel. Ja, also von daher, das Galaxy Tab 2 tut auch immer noch seinen Job hervorragend. Leider habe ich mir meins, wie man hier sieht, dieses Kabel ist nicht serienmäßig, habe ich mir meins ein wenig ruiniert. Das lädt nicht mehr, es zeigt zwar an, dass es lädt, aber irgendwo muss die Platine kaputt sein, sodass er kein Ladestrom mehr durch zum Akku lässt. Der zeigt zwar an, dass er lädt, tut es aber nicht, entlädt sich beim Laden. Und ich habe alles versucht, neuen Akku gekauft, neuen Ladestecker, beziehungsweise der Stecker unten ist verbunden, praktisch mit so einem Flachbandkabel, das dann direkt zur Platine geht. Hat alles nichts genutzt. Software habe ich auch nochmal oder downgegradet. Daran lag es auch nicht. Also wird wohl eine kaputte Platine vorherrschen oder vorliegen. Und so habe ich jetzt als Fuschlösung, damit ich es weiter benutzen konnte, ein Kabel direkt an den Akku gelötet. Und ich habe ein externes Universal-Ladegerät. Da halte ich das einfach dran oder beziehungsweise klemme es da ein und lade das damit. Funktioniert leidlich. Ich habe es noch nie auf 100% geladen gekriegt. Jetzt ist es auf 74%, hat aber ja, 10 Stunden geladen. Weil das natürlich auch das externe Ladegerät das nicht richtig mitbekommt, wie viel Strom da jetzt so drauf ist. Funktioniert zwar, aber ist nervig. Deshalb habe ich mir jetzt dieses neue Tab geholt. War ja auch gerade günstig. Ja, was mir nochmal gerade aufgefallen ist, also der Druckpunkt der Buttons oben ist hier, finde ich, beim alten Tab ein bisschen schöner. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht daran liegt, dass das Tab noch ganz neu ist. Keine Ahnung. Ja, der Rahmen ist schön gemacht. Ist praktisch so eine Metallfake-Kante rundum. Sieht ganz nett aus. Aber natürlich auch jetzt qualitativ nichts Besonderes. Ja, das war es erstmal von mir zum Unboxing und ersten Eindrücken des Galaxy Tab 4. Wenn ich euch damit helfen konnte, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Sachen haben wollt, die ihr getestet haben wollt oder was auch immer, bitte in die Videokommentare schreiben. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder rein, wenn es heißt Chaos, keine Ahnung, aber trotzdem rumlabern. Bis dahin, macht's gut und tschüss.